Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stone Shard. Nach einiger Zeit warten, ja, wir müssen noch ein bisschen Balancing besseres haben. So, das Game ist jetzt noch nicht ganz gut balanciert. Also, das Mage ist zwar sehr stark, aber sehr schwach in der Defensive und so weiter. Habe so gedacht, ja, ich mache kurz eine Pause. Jetzt sind wir zurück. Jetzt machen wir einen neuen Bild, der hoffentlich nicht so Glasscannon ist. Und ja, ich wollte ja am Anfang einen Magier machen, der nicht auf Feuer und Erde gehen muss, sondern auf irgendwelche, ja, manipulierendere Magie spielt. Und das habe ich eigentlich ja dann nie können und ich war nicht so motiviert, als Pyromancer zu spielen. Permadeath-Modus werden wir natürlich noch nicht machen. Ich bin halt immer noch ein bisschen ein Gamer, der noch nicht so klar kommt mit dem Game. Ja, mit dem Essen. Wenn dann irgendwie zwar schon gut spielen, nicht sterben, aber dann verhungern, ist es natürlich dann auch nicht gut, oder? Permadeath können wir dann gerne machen, wenn wir vielleicht zum Beispiel livestreamen das Game oder so. Aber jetzt mal, ja, in einem Part noch nicht, gell? So. Ich wollte irgendwie einen schnelleren machen, vielleicht Plünderer. Ne, ja, hier ist Dolche. Okay. Müssen wir leider den nehmen. Ja, ist eine Bette noch nicht verfügbar, leider dasselbe. So, nehmen Wahrnehmung. Ist, glaube ich, Beweglichkeit, das wir brauchen. Das haben wir jetzt noch nicht ganz max. Da hat mehr Beweglichkeit? Okay. Komisch. Also müssen wir die Rin nehmen. Ist das so interessant? Ist ein Deal. Okay, ein Khan und Kerr. Okay. Also es ist wahrscheinlich einfach so das Endgame, die Quest, weil wir lange brauchen, bis wir die Aufträge machen können. Wir müssen am Anfang einfach ein bisschen stärker werden, noch nicht die Quests machen. Habe ich gelernt beim Magier. Die sind sehr schwer. Vor allem zeitbasierend. Und wenn wir das unterhalb von der Zeit, also innerhalb von der Zeit eher nicht habt, dann ja. Das ist natürlich problematisch. Ja, wir können leider den Sound vom Sprecher nicht höher machen, weil der Sound sonst von den Monstern zu laut ist. So, wir haben ja das Inventar mit Egner. Ein Dolch. Ich würde gerne den. Ja, den Bogen ist halt limitiert. Noch nicht den Bogen einsetzen. Machen wir mal so hier. Das auch ersetzen. Also austauschen. Und jetzt gehen wir mal hier rein und nehmen am besten, legen am besten mal Sachen, die wir nicht brauchen. Ja, wir brauchen eigentlich alles. Ich möchte einfach die Pfeile und den Bogen jetzt mal nicht verwenden. Es ist meistens schon ein bisschen stärker am Anfang, aber ich möchte einfach nur mit Dolchen. Ich möchte diesen Charakter nur mit Dolchen spielen. Weil ich will besonders schnell sein. Also ich will unbedingt schnell zum Gegner kommen. Das ist wichtig. Also schnell auch abhauen. Und das können wir nur, wenn wir jetzt wirklich auch auf etwas konzentrieren und nicht noch auch, ja, Fernkampf verwenden. Wir sollten viel ausweichen können, also müssen wir wahrscheinlich auch auf Ausweichen gehen. Das ist einer der neuen Skilltree aus Trollslayer. Trollslayer ist einfach noch eine Quest oder so, mehrere Quests über einen Troll. Und wir müssen den töten, weil er, ja, Leute tyrannisiert wahrscheinlich. Jo. Wie heißt mit einem Schwatz? Okay, eine glitschige Schlange. Mann, hier mir eine glitschige Schlange. Ja, will ich nicht unbedingt haben. Auch wenn ich ein Dieb bin oder so, ein Ninja, würde ich gerne sein, mal in einem Game. Dann bin ich immer noch ein netter Mensch. Kotelette. Ist schon 3 Tagen verdorben.
5 Tagen. Das sind leider nicht die richtigen Lebensmittel. Kleinen nehme ich gar nicht. Also wir müssen unbedingt... Wir gehen jetzt mal eher nach Süden. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Es ist zu teuer, die Wurst. Ja, wir müssen noch ein bisschen sparen. Ich will es weiter durchhaben, wenn es geht. Ja, wird wahrscheinlich gehen. Ach, das kostet zu viel. Warte kurz. 336. 16. Wieso ist der so teuer links und der rechts ist besser? Hm. Scheinbar sind wir ein bisschen OP, also ist unsere Waffe ein bisschen OP hier. Am Anfang. So, ich möchte gerne zuerst 2 oder 3 Punkte hindurch. Also dann mal dieser doppelte Ausfallschritt. Das ist scheinbar ein... Ja, einfach ein Nahkampftreffer, der aber eine Wahrscheinlichkeit von 50% hat, dass er um 50% geringere Cooldown hat. Und das ist ja ziemlich gut. Also hier unten habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, in diesen Gebieten gibt es mehr Wildtier. Und oben sind eher die Wölfe und die Bären. Ja, wer das Spiel jetzt noch nicht so kennt... Da kann ich noch ein bisschen sagen, es ist ein bisschen rundenbasiert. Sehr taktisch, sehr schwer. Und ja, man kann recht schnell in eine Falle geraten, also dass es wirklich unfair ist und so. Ich mochte das anfangs vom Let's Play noch nicht so sehr. Mittlerweile kann ich aber sagen, dass es mir doch recht gut gefällt, weil es einfach auch etwas Neues ist. Und weil einfach ich auch irgendwie Lust habe zu überleben. Also ich bin ja ein Survival. Wo verschwinden die Monster? Wo ist jetzt dieses... Ja, dieses Tier hin? Die können jetzt also mittlerweile auch die Map verlassen scheinbar. Aber wie kommen wir dann zu diesem Wildschwein? Also wir können wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut... Gegner besiegen, also Wildtier besiegen, die nur abhauen. Okay. Wolf wurde entdeckt. Wo denn? Hallo. Wolf, zeig dich. Zeig dich, komm schon. Daumen. Einen Wolf könnte ich besiegen. 2 Wölfe? Nee. Okay, Folge mit. Nein, 2. Okay. Wir müssen halt vorsichtig spielen. 2. 2 habe ich also. So, jetzt. Okay, einen haben wir schon mal besiegt. Und jetzt haben wir nochmal so einen Punkt. Oder wir hatten schon von Anfang an 2 Punkte. Ahnungslose Gegner können wir, glaube ich, noch nicht so haben. Ein Ausrüstungswesen bietet die Runde nicht, das brauchen wir nicht. Also wir nehmen doch den Bogen mit, haben wir müssen halt einfach Pfeile immer wieder mitnehmen. Grundfähigkeiten sind, glaube ich, gar nicht freigeschaltet in diesem Game noch. Athletik. Einen mächtigen Tritt, das ist doch echt gut. Ein Tritt voll in die Fresse der Wolf. Noch ein Wolf. Noch ein Wolf. Okay, das ist der gleiche Wolf. Und rohes, sehniges Fleisch. Okay, 2 mal.
Schmerz. Jetzt haben wir leider einen Schmerzzustand. Den könnten wir ja stillen, aber... Ja, ich möchte jetzt noch nichts einsetzen. Okay. Ich möchte... Ja, das Problem ist... Ich weiß jetzt nicht, was einsetzen. Wegen Schmerzen. Dann müssen wir nochmals das aufmachen. Wir haben noch keine... Ja, Fähigkeiten, also Attributspunkt zu verteilen. Das war's. Ja, es ist noch nichts zu sehr zum Heilen. Ja, okay. Ich sollte es schon verwenden, dass wir mehr HP bekommen. Ja, wir müssen ein bisschen spendabler sein. Ja, sicher, jetzt sind es zwei Wölfchen. Wir werden das nicht überleben, wenn sie uns einholen. Mal schauen, ob ich hier irgendwie... Ach, greif doch an. Okay. Oh je. Wir haben gegen Wölfe halt noch keine gute Chance. Also jetzt nochmals. Jetzt aber ein bisschen anständig, ein bisschen richtiger machen. Gegen Wölfe noch nicht kämpfen. So, ja. Wir nehmen den Bogen mal mit und tun ihn jetzt mal ausrüsten. Es ist halt auch ein taktisches Spiel. Ihr müsst halt schauen, was funktioniert und was nicht. Deshalb muss man manchmal wiederholen. Aber gut, es tut sich auch immer wieder etwas verändern. Ein Gegner wird dann wieder mal nicht so schwer sein und ein anderer wird wieder schwer sein. Und jetzt hoffentlich haben wir eine leichtere Gegend. So, jetzt müssen wir aber auch noch mal skillen, genau. Also dieser Angriff ist sehr stark. Dann bei Athletik. Dieser Angriff ist auch relativ stark, trifft aber nicht so viel, denke ich mal. Okay. Schnell durchlaufen, ein bisschen durch. Ich hätte gerne ein paar Schlangen und ein paar Rehe. Und nicht gerade Wölfe, bitte. Wölfe sind einfach zu OP für den Anfang. Und vor allem Bären. Bären immer aus dem Wege. Okay, in diesem Gebiet ist jetzt gerade noch nichts. Okay. Nein, nicht wieder Wölfe. Wieso kannst du nicht treffen? Hurensauerei. Wie könnten wir da Chancen haben? Ich habe keine Chance. Ah, das Spiel hasse ich schon jetzt wieder. Ja, genau, noch mehr Wölfe. Was haben die mit dem Spiel jetzt schon wieder gemacht? Greif doch mit dem speziellen Angriff an. Ja, gut. Ist wieder sehr frustrierend. Also keinen Bogen mitnehmen. Doch Bogen mitnehmen, aber den Dolch priorisieren. Ich fluche vielleicht ein bisschen zu viel, aber das Game ist ja zum Fluchen, Marmai. Dass das Spiel einfach so unfair, vor allem am Anfang noch schon ist, geht einfach gar nicht. Ist ja unglaublich, wie viele Wölfe hier sind. Jetzt lasst mal die Wölfe außen vor. Die müssen so früh noch nicht sein. Direkt schon wieder Wölfe. Wo sind denn die Schlangen hin? Ich habe keine Schlange gesehen. Ich treffe den scheinbar nicht. Ja. Na gut, der ist zu schnell.
Trifft man eigentlich mit dem Bogen gar nie, oder was? Kann doch nicht wahrsteinen, sagt der Großvater. Entflühe nicht dem Bösen. Ja, sie hauen ab. Okay. Leider können Tiere jetzt einfach das Gebiet wechseln. Okay, dann müssen wir ein bisschen Geduld haben. Hier sind, glaube ich, keine Gegner. Ja, und da gibt es ja noch die Banditen. Und Banditen sind eigentlich einzeln manchmal leichter als Wölfe. Und meistens sind Banditen halt zwei oder drei vertreten. Okay, hier ist gerade kein Gebiet. Ah, das ist, glaube ich, das Nebengebiet des Dorfes. Ja, jetzt muss ich nicht sagen, du bist ein knallharter Typ, wenn kein Gegner da ist. Ja, man kann halt schon recht fluchen bei solchen Spielen. Die sind sehr, sehr taktisch. Also, so unfair, wenn man nicht taktisch ist. Ich bin ja eher der Action-Rollenspieler, Hack-and-Slay-Spieler. Und nicht irgendwie sehr, sehr Taktikspieler. Ich bin einfach zu wenig erfahren oder zu wenig geduldig, um solche Spiele zu spielen. Wir werden sofort wieder sterben. Wirklich, das Spiel ist am Anfang am leichtesten. Am schwersten. Und später am einfachsten. Im Endgame natürlich sowieso. Okay, Schaden machen wir ja in kürzester Zeit gut. Aber dass es so schwer ist, ey. Ja, es ist sehr schlimm. Okay, wir haben Schmerz. Tumor verkaufen. Aber heilen. Haben nicht mehr so viel Maximum HP. Ja, in einem prekären Zustand halt vom Leben, das wir wirklich auch haben. Aber gut, wir haben ja immerhin etwas geschafft. So, hier ist wieder das Dorf. Jetzt müssen wir eigentlich ausgeruht wieder werden, damit wieder das HP steigt. Das ist Mohn. Ist langsam. Kann man dann mit Athletik oder mit Dolch dann irgendwie schneller werden, auch schneller laufen pro Runde? Mehr Dinge oder vielleicht auch mit den Attributspunkten? Würde schon gut tun. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit oben. Wie kommen wir jetzt hier runter? Hier durch. Okay. Sehr gut. Diese Schweine sind so süß, also sehr realistisch gemacht. Bist du der Pilzhändler? Ja. Okay. Das Brot ist ja eigentlich ziemlich gut. Die Pilze nehmen sie scheinbar nicht an. Verdirbt auch viel zu schnell. Ja, Pilze kann man nicht verkaufen, die giftig sind. Oder vielleicht beim Alchemist. Okay. Mit dem kann man Waren verkaufen. Arbeit.
Ich kann keinen Bison besiegen, liebes Spiel. Gleich nächstes Mal. Wir nehmen das jetzt noch nicht an. Wir sammeln aber diese Bison-Sachen. Mal einfach schon ein. Ich möchte gerne eine Identifizierungsschrift kaufen. Und ja, kein Buch über Dolche. Ich möchte eine Schaufel kaufen, weil es gibt ein neues Feature, das ist Grabplündern. Mache ich natürlich nicht gerne im Real Life, aber in einem Spiel werde ich es mal machen. Und ich möchte gerne so langsam etwas Besseres kaufen. Eine Wurst. Weil ich möchte natürlich auch ein bisschen überleben. Jetzt muss ich zum Bett gehen. Wir müssen unbedingt schon mal speichern. Sonst müssen wir immer wieder beim Start beginnen. Das ist natürlich auch nicht so gut. So ein Apfel, nein, Apfel. Oder haben wir den dieses Mal nicht genommen? Nein, jetzt müssen wir den auch bezahlen, stimmt. Oh, unser Geld wird so weg sein. Kann man es nicht abbrechen? Ah. Ja, das Spiel ist halt echt noch nicht so fertig designt. Manche Sachen nerven halt. So, bis 8 Uhr, dann wird es ja hell oder ist schon hell. Also. Spiel ist gespeichert. Ja. Dann versuchen wir nochmals. Okay, es ist 8 Uhr und immer noch dunkel. Okay, vielleicht ist es auch Winter. Aber sehr, sehr, ja, wieder gewöhnungsbedürftig einzusteigen. Also wieder neu zu spielen. Nach 2-3 Monaten Pause leider. Ist es natürlich schon. Ja, wieder ein bisschen doof, dass man wieder nicht so viel kennt, weil das Spiel sich auch wieder auch ein bisschen verändert hat und halt einfach zu komplex ist vom Spielmechanismus. Ich wäre ja lieber da ein bisschen froh, wenn es actiongeladener wäre und ein bisschen weniger kompliziert. Gut, haben wir halt überall Wölfe. Wie zu oft diese Wölfe. Wir sind halt kein Fernkämpfer mehr, wir können nicht einfach Wildtiere besiegen, weil wir zu wenig schnell sind. Das ist das Hauptproblem. Sicher. Wie viele Wölfe sollen noch kommen? Das ist nicht so toll. Wir müssen ja auch irgendwie leveln können und wenn nur Wölfe kommen, können wir auch nicht leveln. Wir schauen mal kurz auf die Map. Mann, ich will immer mit Tab das Inventar aufmachen. Wir sind jetzt hier. Wir gehen mal nach Riven. Wir gehen jetzt nach rechts und dann noch eins hoch, das ist ein Camp. Bitte, Wölfe. Geht weg. Bin immer noch müde, leider. Tag hat bei mir noch nicht so gestartet. Okay, hier soll ein Camp sein. Schreckliche Hunger, Mann. Okay. Immerhin sind die ein bisschen besser. Ja, aber Hunger habe ich trotzdem jetzt wieder. Was ist denn los? Das Hungersystem ist auch ein bisschen nervig, ey. So
dass man einfach immer wieder trinken muss, weil man einfach zu wenig effizientes Essen hat. Das ist da ein bisschen doof. Wo ist jetzt dieses Camp? Sind wir noch falsch? Noch eins weiter nach oben, okay. Ja, es ist halt auch wirklich ein Spiel für gute Nerven. Nicht für so schlechte Nerven, wie ich habe durch den Sport. Und das habe ich halt meistens nicht so eine tolle Ungeduld, also Geduld. Im Sport müsst ihr natürlich immer sehr viel leisten, oder? Und dann geht das mega viel Nerven. Vielleicht nicht gerade mein Game, aber ich mag es trotzdem. Wir müssen nur uns ein bisschen durchbeißen. Weg. Nicht töten, gell? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss heilen. Was? Kopf. Können wir nicht heilen im Kampf? Werden wir das überleben? Ich hoffe schon. Wenn ich doch die Taste einsetzen, dann musst du auch angreifen. Wir haben irgendwie überlebt. Irgendwie haben wir überlebt. Aber jetzt haben wir eine leichte Beinverletzung. Ja, die Menüführung. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Wieso kann ich das nicht verwenden? Was muss ich drücken, damit ich... Sonst ging das immer so. Aus irgendwelchen Gründen kann ich jetzt momentan keinen Verband anlegen. Die nicht verkaufbar sind, oder die Fliegenpilze nehme ich mal mit, aber die ist nicht verkaufbar. Plumpes Feilchen. Was ist das jetzt, 24, oder ist das schon inbegriffen, dass es 10 weniger Schaden macht? Also es sollte 34 Schaden machen, oder? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Ah, Rechtsklick, okay. Ich werde jetzt mal das einfach nicht zweimal verwenden. Keine Dinge. Scheinbar keine Gegner mehr. Gut. Mal ein bisschen schlafen. Ja, wir haben uns gut geheilt wieder. Schmerzen sind weg scheinbar. Okay, dieses Camp haben wir geschafft. Wir haben kein Essen, also kein Fleisch, das nicht gebraten ist. Aber hier könnten wir nochmal braten. Gut, ja, dann gehen wir am besten wieder ins Dorf. Wir müssen ja auch irgendwie an Geld kommen. Wie kommt man an Geld, wenn man nicht Fernkämpfer ist? Vor allem nicht gut treffen kann mit dem Bogen. Ja, gut. Das ist mein derartige Pilzessen da. Hilft uns nicht so viel weiter, wenn wir jetzt viel erkunden. Ja, gut.
Wieso treffen wir denn nie? Okay, einmal. Zweimal. Er blutet. Und ist tot. Pfeil wieder einsam natürlich. Machen wir noch irgendwo einen Pfeil? Können wir die nicht irgendwie besser entdecken, die Pfeile? Hier ist ja das Blut. Okay. Wir haben leider nur Fleisch bekommen. Kann Vergiftung oder Erbrechen verursachen. Ich werde wahrscheinlich nicht so Erfolg haben. Aber ja, immerhin. Weil wir treffen können noch nach hunderten Versuchen, wenn wir halt weiterhin mit dem Bogen auf Jagd gehen. Aber die sollen dann auch wirklich Ding droppen. Fälle. Ja gut, aber es kommt kein Reh mehr, nix mehr. Ei, du, ei, du, ei. Man muss einfach klarkommen mit dem Spiel, das ist schon manchmal ein bisschen nervig. So, 31. Gut, der Part ist leider fertig. Vorbei also. Zu lange jetzt schon. Aber das Spiel hat mich jetzt gerade echt wieder ein bisschen mitgenommen. Das erste Mal. Ich hoffe, dass es nicht allgemein immer so nervig ist. Ich finde einfach das Dorf nicht mehr. Dann müssen wir in die andere Richtung gehen. Und jetzt sind wir runter. Ja, ich möchte gerne natürlich speichern können. Liebes Spiel, wieso bist du so unfair immer? Wenn man nicht speichern kann, ist man einfach nicht so motiviert. Diese Motivation muss man halt halten. Sich durchbeißen, auch wenn das Spiel halt nicht so viel Spaß macht, so. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Bitte, irgendwo muss doch. Reiß dich zusammen. Ich glaube, hier ist es doch. Noch eins höher. Ja. Wir sind ja hier gewesen. Wir sind zwei Rübe. Eigentlich wollten wir dann, sind wir dann runtergegangen. Also wir müssten eigentlich im Dorf gewesen sein. Aber manchmal kann es vorkommen, dass man zweimal an der gleichen Stelle bleibt oder so. Und dadurch sind wir jetzt hier nicht so richtig. Wenn jetzt Tannenwald hier oben kommt, dann sind wir zu weit gelaufen. Aber ich glaube eher nicht, dass... Ist das ein Blasenkraut? Kampfeswut. Nein, nehmen wir nicht mit, das ist sonst zu giftig. Ja, ein Hase möchte ich sowieso nicht jagen. Na komm jetzt, wie groß ist das Gebiet hier? Wow. Ja, wir haben uns scheinbar sehr heftig verwirrt. Kann doch nicht sein, dass es ganz komplett anders ist jetzt. Ich muss das Game irgendwie verstehen können. Das kann ich natürlich nicht, wenn alles immer nur auf Englisch Tutorial ist und alles mögliche. Ist es ein Hase feindlich? Ich habe noch nie einen Hasen gesehen, der einen Menschen angegriffen hat. Also hier ist eine Straße, wo ein Weg einfach noch oben geht. Ist das hier? Jetzt zwei nach oben gehen und dann sind wir wieder im Dorf. Okay, es ist ein Weg, der zwei nach links, kann das sein? So, jetzt zwei nach links müssen. Aber wir waren ja schon im linken Gebiet.
Okay, aber immerhin haben wir ein Indiz, dass das richtig ist. Dass wir einfach eins oder zwei verschoben waren und ich dachte, wir sind schon Richtung Dorf. Oder beim Dorf schon recht. Dass man sich da einfach schnell verirren kann. Auch wieder so eine Straße? Ja. Okay, wir hoffentlich sind wir jetzt richtig. Gut, das Video möchte ich nicht allzu lange jetzt noch machen, bis wir dann endlich mal wieder speichern können. Liebe Spieldesigner, bitte macht solche Scheiß-Speichermodis nicht. Das sind die Entwickler halt sehr, sehr retro, wo man das einfach noch nicht designen konnte, dass man überall speichern kann. So, aber ich möchte ja im nächsten Part dann eigentlich Gräber plündern. Ah, wir müssen ja noch bezahlen. Das geht alles aufs Geld, oder? Das ist 50, das ist einfach zu teuer für den Anfang. Ja, gut. Geh weg. Hallo. Auf die Seite. Jetzt kann ich nicht hier runter. Tauschen, ja. So, liebe Leute. Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part werde ich wahrscheinlich ein bisschen fröhlicher wieder sein. Aber wenn man wieder einsteigt, dann kann man auch ein bisschen frustrierter sein. Also Spiel macht einem von Part zu Part oder von Spielstunde zu Spielstunde, halbe Stunde, immer frustrierender. Aber ich glaube eher, das Spiel ist einfach am Anfang unbalanciert und dann immer wie, ja, sind wir immer wie OP hier. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.